Willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia mit zwei frisch gewordenen Vätern. Keith Shawn noch nicht so, ja, seit 2 Jahren und er frisch. Und jetzt hört auf, darüber zu sprechen, denn jetzt geht es darum, wir dass wir in Phasmophobia auf Profi und auf Albtraum ein bisschen was reißen hier. Und dann würde ich sagen, drückt ihr bitte alle mal bereit und wir gehen rein, ihr Drahtstanden. Apropos bereit, also folgendes. Keith Shawn, du musst bereit machen. Ich kann es nicht. Ich kann das nicht. Zu stark. So. Da war's wieder. So. Kisi, wie lange ist her, dass du schon gespielt hast? Wochen, Monate, Jahre, ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich glaube Jahre wahrscheinlich. Wir haben noch Anfänger-Equipment, by the way. Ach Gott, das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Denk dran, es ist Profi, weil das ist doch normal, das hat doch alles resettet. Das heißt, du musst dich hocharbeiten. Hä, nee, ich hab schon alles, ja, hab ich schon alles hoch. Wann hat es sich resettet? Ja, es fangen doch alle dann bei Null an und dann musst du dein komplettes Equipment bei Null starten. Ja, aber ich bin doch schon Level irgendwas, also auch nach dem Null starten. Also, die haben ja so ein fettes Update gemacht, ne? Ja. Und da haben sie alles resettet und neue und diese Itemstufen reingebaut. Und jetzt haben sie es aber nochmal resettet? Weiß ich nicht, aber ansonsten guck nachher mal im Shop, ob du vielleicht dann die besseren Sachen kaufen kannst. Wir haben Stufe 1 Sachen. Weil ich habe schon vieles hochgelevelt. Ja, wie viel hast du denn gespielt nach dem Reset? Nicht viel anscheinend. Nicht so viel, ne. Na, ich habe da schon nochmal so 50 Stunden oder sowas gespielt. Alter! Okay. Buckley. Also, Parabolmikrofongeräusch aufnehmen. Wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbis ab. Erreiche eine durchschnittliche Sanity von unter 25. Ich habe jetzt schon eine unter 0, dank euch. Ja, stimmt. Aber nur im Privaten. Bei Knu sind irgendwie die Eierstöcke direkt durchgebrannt. Ja, es hat so puff gemacht, wie so eine Glühbirne, die durchhaut. Muss man erstmal die Sicherung wieder reinmachen. Genau. Hallo, Brandon Buckley. Was geht? Ich weiß nicht, Kinder sind nicht so teuer, Chat. Wir haben da andere Weltansichten. Naja, ich finde, dass Kinder schon sehr teuer sind. Na, es geht. Was brauchen die denn groß? Die fressen, was du fressen. Deine Seele vielleicht! Nee, ich bin. Der war gut. Ja, Münchner. Meine Güte, ey. Die zwei habe ich jetzt echt gesehen, weißt? Mit so Kinderwägen, Kaffee, beide so am Tratschen. Aber München ist halt teuer, das kannst du ja nicht leugnen. Gib uns ein Zeichen! Das stimmt, das ist wirklich leider so. So, ich geh mal gucken. Gib uns ein Zeichen. Ja, Kisi nicht als Papa Buddies. Ops, vielleicht? Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Also hier ist richtig warm. Hier ist auf gar keinen Fall. Gib uns ein Zeichen. Hast du einen Kita-Platz übrig? Gib ist uns der ein Storm? Zeichen. Der braucht ihn ja nicht mehr. Genau, die beiden am Prenzlauer Park. Oh mein Gott. Gib uns ein Zeichen. Gib uns einen Kita-Platz. Gib uns einen Kita-Platz. Oh, hier, ich hab was. EMF4. Nice. Guck an. Ja, es wird hier auch kühler. 10 ja, Grad. Die bieten dir also jetzt wirklich hier einen Kita-Platz eine Schere, an. Immer sympathisch. Ich hol noch ein paar Sachen. Eine Kamera hin. Ja, Kamera ist schon auf dem Schreibtisch. Ich hol noch Dots und so. Okay, Knu. Bussi. So, wir nehmen mal auf jeden Fall das mit. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas sehe. Und hol am besten mal Dirts. Dirts. Derp. Derp. Da 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 da. So, ich mach mal hier also schon mal ein Bam. Und hier mach ich. 7 Grad ist jetzt noch nicht der Wahnsinn. Mach mal das Bam. Oh fuck. Der kotzt mir ins Ohr. Kotzt mir ins Ohr. Aber es klang so, als ob er draußen war auf dem Gang, oder? Na, ist ein furchtbares Geräusch. Hilfe. Ihh. Mir wurde ins Ohr gekotzt. Der ist ganz schön active, der Sack. Kamera steht schlecht. Die Kamera, kannst du vielleicht die Kamera mal umstellen? Ich sehe nichts, weil da nämlich der Stuhl im Weg ist wegen der Dots. Vielleicht mal nach Fingerabdruckis. Du bist doch im Van. Kannst du mal bitte ein Knicklicht reinbringen?
Ja, na freilich. La 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 la. Gib uns ein Zeichen, ja? Untersuch mal bitte die Türen. Ich bin noch hier. Ja, dann untersuch mal die Türen so ein bisschen mit deinem Knicklicht. Weil hier liegt eine Tasse, die ist merkwürdig platziert. Ja, ich glaube, der handelt hier überall. Bist du hier? Wo bist du? Sollen wir gehen? Wie alt bist du? Wo bist du? Unter 5 Grad auf jeden Fall. Okay. Bist du ein Kind? Oh, er hat was angefummelt. Alter. Drecksau. Der ist voll durch mich durchgelaufen und hat mich... Ey, das war gerade eine 5, oder? Echt? Ja, glaub, aber bei Geister-Event ist immer eine 5. Das zählt nicht. Ach, das war ein Event. Scheiße, okay, fuck. Fingerabdruck ist nicht zu sehen. Er hat zwar angegriffelt, aber... Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Erscheine. Do something. Knicklicht, die schüttel die. Die Temperatur? Nahezu 0 Grad. 3 Grad oder so. Schreib in das Buch. Schreib in den Arsch. Oh nein. Nein, verdammte Scheiße, warum liegt denn da ein Kack-Kruzifix, in der mich jetzt anfingert? Ich hab doch da ein Kruzifix hingelegt, Mann, im falschen Raum. Mann, Scheiße. Ist Knu tot? Nein, die tut nur so. Ja, die Lampe ging nicht aus. Ah, Knu ist tot. Das nee, die nächste Runde gibt der Keystraw aus, habe ich so viel verloren. EMF4 nur, der geht nicht richtig hoch. Haben wir überhaupt schon irgendwas? Oh, jetzt wollte er handeln. Ja, toll, wow. Jetzt macht das. So eine Scheiße. Ist da gerade ein Kreuz verbrannt? Ja. Und EMF? Hallo. Oh. Hört ihr mich? Ja, ich bin gerade konzentriert. Okay. Wir haben ja gar nichts noch, ne? Ja. Mein Gott, Knu ist tot. Ich weiß. Violett ist raus. Aber er ist in Salz getreten, das ist schon mal kein Gespenst. Also Knu ist tot, jetzt können wir anfangen. Jetzt können wir endlich wie richtige Profis spielen. Also er ist in Salz. Lass uns mal das durchspielen. So ein Arsch. Nee, die hören mich nicht, bin tot. Also wir haben nichts drinnen von irgendwie... EMF5 haben wir. Oh! Bist du sicher, dass wir das hatten? Mhm. Weil... Oh, da ist er gerade durchgelaufen, oder? Da ist er gerade durch die Dots. Hast du was gesehen? Ich habe gerade getrunken in dem Moment. Ich habe gerade eine Silhouette laufen sehen. Das war Dots, War das gerade Dots, Chat? Oh, da fliegt er schmeißt was. Er schmeißt was. Das waren das wirklich Dots, oder? Also ich habe was durchlaufen sehen. Wie gesagt, so eine Art Silhouette. Ich nehme jetzt Dots. Oni, Raichu. Also Fingerabdrücke sind nicht drin, weil Fußabdrücke zählen auch als ultraviolette Spuren. Deswegen heißt es nicht mehr Fingerabdrücke, sondern ultraviolett. Ach echt? Mhm. Ich gehe nochmal rein. Nimm Kruzi mit. Mit einem Kreuz. Bleib du hier und überwache, ja? Na 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 na. Dann fehlt ja nur noch eine Sache, ne? Fußabdrücke zählen nicht. Vorhin hat er im Bad gehuntet, ne? Haben wir
Beate. Ich schau mir die Temperatur gleich an. Hm, wo ist denn das Thermometer? Hast du was gesagt? Thermometer sehe ich gar nicht hier. Wie er rausstiefelt. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hast du mich gehört? Ja, aber du hörst mich anscheinend nicht. Also, wir haben da drin Minustemperaturen. Haben wir. Das ist ein Uni wahrscheinlich. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein Uni ist. Nice. Weil? EMF Level 5, Dots und Gefriertemperaturen. Geisterbox hatten wir nicht, Orb habe ich nicht gesehen, Buch hat auch nichts eingeschrieben. Ich würde Uni nehmen. Okay, dann machen wir das doch. Nice. So, dann nehmen wir Uni. Hast du drin? Ja, wir loggen Uni ein. Gnu, hoffen wir mal. Uni einloggen, falls du noch nicht hast. Hab ich. Das nicht Uni. Yay! Nice! Yay. Alter, Profis. Siehst du, Knu, ich hab verlernt, das Geisterjagen. Kannst du vielleicht, Kisi, mal shoppen gehen, dass wir mal die besseren Gegenstände haben? Ich bin Level 41, du bist Level 17. Nee, wir brauchen ein bisschen bessere Gegenstände, deswegen mach mal voll und wir brauchen 3 Taschenlamps. Profi-Taschenlampen, bitte. Also die Profi-Lampen, die wären super, ja. Allerdings. Ich habe ein Fotoapparat freigeschaltet. Yay! Yay! Guck, da siehst du die Stufe 3 Sachen, das ist so cool. Ja, habe ich jetzt reingemacht? Ich weiß es nicht. Yes! Boah, ja, geil! Yay! Ich nice! Ich kann nur die Standarddinger nicht machen, weil du Host bist, deswegen. Alle bereit drücken? Bitte, du versau es nicht. Nein, ich doch nicht. Das war voll gemein. Ich hab das Kruzifix hingelegt, das hat dir den Arsch gerettet und bei mir ist ein Bart gespawnt. Wollte ich hier nur nochmal anmerken. Zu viel. So, was gibt es hier? Oh! Na, guck mal, aber wir haben nur Standardtaschenlampen. Hä? Oh nein. Oh, Enttäuschung. Alles Standard. Alles Standard. Enttäuschung. Enttäuschung. Ja, das Problem ist, das hatte ich auch immer, wenn ich mit meinem Kollegen gespielt habe. Und zwar übernimmst du das, was der Host hat. Enttäuschung. Das passt sich immer dem Host-Level anscheinend nein, an. Nein, das habe ich doch früher mit. Aber mit anderen konnte ich doch auch spielen. Ja, aber warst du Host? Ja, immer. Hm. Da muss ich ja nochmal. Weil das ist irgendwie. Dieses alte Menü, was sie hatten, bevor sie irgendwas verändert haben, war. Perfekt. Ja. Warum fummeln die an diesem blöden Shop-Menü rum? Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich auch nicht. Aber es gab doch so ein anderes Geistjägerspiel und da hatten sie so ein richtig beschissenes. Der Chat sagt leider auch, es passt sich nicht dem Host-Level an. Ach, dann keine Ahnung, es ist trotzdem kacke. Du musst das einfach. Mi, 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 mi. Gib uns ein Zeichen. So, wir sind hier. Okay. Gib uns ein Zeichen. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Was, wieso? Ach, der ist irgendwie so ein Tierpostkriegträger. Mimi Jor heißt der eigentlich. Gib uns ein Zeichen. So schriftliche Interviews. Okay. Ich geh mal nach oben. Und ich, der will halt, der will halt haben, dass das Spiel eine Zeichen. Ja. Oh, hier ist ein Spiegel. Das ist ihm ganz, ganz einfach wichtig. Gucken, wo der ist, oder? Das ist alles eine Simulation. Ja. Okay. Ich weiß, wo er ist. Wo? Hast du in den Spiegel geguckt? Nö. Runter? Hier ist er. Genau da. Du hast in den Spiegel geguckt? Ich hab den Spiegel gehört. Ja, ich spiele das Spiel schon vor lang, deswegen. Nee, du hast in den Spiegel geguckt. Ich hab den Spiegel gehört. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Hat Knu in den Spiegel geguckt? Yes! Aha. Ja. Gib uns ein Zeichen. Runter, das ist schon richtig. Ich hol mal anderen Stuff. Waterloo. Geschummelt. Waterloo. Ich hab gar nicht geschummelt. Das ist ein Accessoire, was mir das Spiel anbietet. Brauchen wir eigentlich Kruzifix? Dots. Das. Waterloo. Mi, 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 Waterloo.
Auf 4 so. Grad, 4,5 Grad. Blub. Ach, du hast auch schon ein Notizbüchle. Schreibe das Buch. Call me. So. Schaut euch Dune 2 an? Ja. Ich schaue mir ihn am Samstag an. Er ist cool. Ja, ich mag die Bücher und die, Ja, Dune bin ich gespannt. Schaut ihr ihn euch an, Leute? Werdet ihr euch anschauen? Sagen sie jetzt ja, nein, vielleicht. Let me do it for you. Was hast du zurzeit so für Synchronrollen? Wo hört man dich denn aktuell? Was ich aktuell... Beim Seidenbacher Müsli hört man dich. Ja, was du schon verraten darfst. Das ist gut für deine Verdauung. Aktuell läuft... Also gib ich uns ein Zeichen. Ende letzten Jahres eine Regie gemacht für eine koreanische Horrorserie auf Netflix. Die läuft aktuell, die heißt... Moment, du hast Regie gemacht, Synchronregie? Genau. Gib uns ein Zeichen. Kyongsong Creature. Kannst du uns hören? Wenn wir alle hier drin sind, hier. Vielleicht ja, sollte ich gehe mal raus. Alleine reden. Okay. Ja, das ist gut. Da war doch was. Der Geist kann wandern, ne? Kannst du uns hören? Ich guck mal, ob er noch da ist. Bist du hier? Ey, aber pass auf deine Sanity auf mit deinen Spiegel. Ja, ja. Oh, ich hab. Er ist nicht mehr hier, er ist oben jetzt, ne? Ja. Wo? Ah ne, ich glaube, er ist immer noch im Raum. Oder? In irgendeinem Schuppen. Oh, er hat geantwortet. Er hat geantwortet. Also, er ist immer noch hier, ja. Beweise, ich hau jetzt ab, meine Sanity, ich bringe alle um. Hui. So, wir haben Geisterbox. Hui. Hui. Brauchen wir ein bisschen Sanity. So, gucken wir mal rein, was da so geht in der guten Stube. Hier sind Orbs. Wir haben Orbs. Vielleicht haben wir noch Dots. Wir haben Orbs. Das könnte aber auch ein Mimic sein, ne? Das kann ein Mimic sein, ja. Also Buch oder Dots? Wären gut zu sehen. Also es ist wir haben Herbs. Ja, ja, Dots haben wir noch nicht, ne? Nee. Buch also, oder Dots? Buch oder Dots? Oder was war der letzte? Also es könnte auch Mimic sein. Mimic zeigt Orbs an, obwohl haben gar keine Orbs sind. Drin? Ja, Knicklicht, die ist drin, ja. Ich nehme auch noch mal ein Ding mit. Ein Kruzi. Grüezi. Grüezi. Schreib in das Buch. Hey, warum hat er jetzt hinten, hat er sich bewegt? Oh nein. Der hat jetzt den Raum gewechselt oder was? Ich habe gerade hinten eine Tür gehört, ja. Ja, jetzt chillen wir alle mal. Nein. Ja, der hat den Raum gewechselt. Der ist jetzt hier im Wohnzimmer. Klo. Ja. Aber ich höre das Klo laufen. Der ist jetzt hier im Wohnzimmer, gerade hat hier was geschmissen, eben F4. Schade. Habt ihr auch Wasser hören gehört oder war das ich meine Handabdruck? Yay! Aber es kann kein Mimic sein, oder? Aber was das ist ein Mimic. Das ist ein Mimic, ja. Du hast. Was hast du? Ultraviolett? Oh. Ne, friss Klo! Das war meine erste Reaktion. Friss Knopf, Schweine. Wie sie die Tür zuzieht. Wie sie die Tür... Ja, sie weil ist du mich wieder umbringst. Ja. Also, du hast nichts reingesteckt. Du hast kein Geld reingesteckt, deswegen. Jetzt mal ganz kurz. Was war es? Nicht Orbs, sondern wir hatten Ultraviolett. Genau, und es ist ein Mimic. Weil Mimics tun oft Orbs imitieren, obwohl die gar nicht da sind. Ein Schwein. Ja. Meine Oma war ein Achtel Mimic, deswegen weiß ich sowas. Mein Ex auch. Der hat auch vorgegeben, was zu sein, was er nicht ist. Nein, Spaß. Ein Feuerlicht ausblasen. Verwendet das Kruzifix, um den Geister an der Jagd zu finden. Haben wir ja drin. Entkommen den Geister während einer Jagd.
Bringe den Geister okay, zu Feuer auszublasen. Feu, feu. Feuerlicht. Guck mal, da gönnst du sich auch noch. Alter! Da haut sich hier irgendwie den Geistjäger-Schweif rein. Wo ist der Geist inzwischen? Hier bei mir, wo die Kerze brennt. Wow. Lass ihn kommen. Chillt wieder am Eingang. Oh Gott. Frisst genug. Fuck! Das war aber ein emotionaler Schrei. Ach du Scheiße. Das war ja richtig emotional damage, der Schrei. Oh Gott. Das war ja wirklich richtig emotional. Emotional damage. Der hat's gefühlt. Eieieiei. So, Kies, jetzt zeig mal nochmal uns deine. Oh, Geld. Jetzt zeig uns nochmal deine richtige geile Ladung, die du hier drin hast. Ja, aber wie stelle ich das ein? Das war so scheiße ausgedrückt. Das war überhaupt. Nee, Gnu, das hast du genauso ausgedrückt, wie du es ausdrücken wolltest. Das ist ja eine Ladung. Ja. Das andere sind bei ihm ja Augentropfen. Gnu ist immer so zweideutig spitz. Das ist irgendwie. Nee, ich glaube, dass Gnu eigentlich immer exakt eindeutig ist. Und wir sind halt einfach, wir haben so die gute Hoffnung, dass es zweideutig oder aus Versehen ist. Aber ich glaube, Gnu weiß ganz genau, was Gnu braucht sagt. Einfach ganz viel Liebe. Ja, die kriege ich doch von meinem Chat. Liebe mich. Gnu muss auch mein Arm wieder genommen werden. Liebet mich! Werden. Auf der Gamescom wieder 1000 Umarmungen. 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert, als immer mit der Community. Was meinst du, ich muss auf das. 1001 Nacht! Und es hat genug gemacht. Und es hat nur eine Umarmung gebracht. Komm auf die Gamescom, Lana, bin ich nicht so alleine. Ja. Komm in die Gruppe. Komm in die Kribbel. Okay. Ja, klar. Ich glaube, jetzt habe ich. Wird wieder geknut. Der Gamescom, als sie in Leipzig waren. Ich oh, Wahnsinn, 2008 ich auch. Teddy bereit. Ja. No, Gnu-Liebe im Chat. Tausendmal berührt. Und. Ja, finally. Haben wir jetzt gute Lampen? Squimby. Oh mein Gott. Aber Gnus Host. Dreck kann ich immer noch nicht austauschen, das kann ich wirklich nicht. Hä, ist das jetzt die bessere Box als die? Es gibt noch. Hier ist alles jetzt eine Stufe besser. Sogar einiges. Die schwarze Box ist besser als die weiße. Ja, das ist die klassische alte, die du so kennst. Ja, die. Meine klassische alte kenne ich, ja. Ja, geil, Alter, das fühle ich aber. Nice. Ich würde einfach so eine Lampe mitnehmen, die ist eh viel heller. Hold. Gib uns ein Zeichen! Ich gehe mal direkt wieder Strom anmaken. Gib uns, der ist glaube ich unten, oder? Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen, bitte. Bitte, bitte. Oh, was war das? Gib uns ein Zeichen. Geist. Bitte. Also hier ist schon mal nicht der Stromkasten. So international halt. Hier ist alles, was nicht mit USA zu tun hat. Nichts. Was mich richtig nervt. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh. Das war ein. Das war ein Zeichen, ne? Strom ist an.
Das kam von oben, oder? War das ein Mini-Hand? Ja. Gib uns ein Zeichen. Hier liegt ein Ball. Der ist wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Gib uns ein Zeichen. Waren die Türen offen? Nee, die habe ich gerade aufgemacht. Das kann bei Profi, glaube ich, auch nicht sagen. Gib uns ein Zeichen. Hier. Oh, hier gib ist uns ein Zeichen. Oh! Gib uns ein Zeichen. Lass uns das Spiel rumspielen. Ja, lass uns machen. Was müssen wir dazu machen? Ja. Aufziehen, hinstellen und weg dann. Okay, sollen wir das jetzt machen oder nachher, oder? Gib uns ein Zeichen. Haben wir den Raum schon gefunden? Ist es der hier oder was? Nee, noch nicht. Wo bist du? Das war auf jeden Fall oben, oder? War es hinten? Wir waren im Keller in dem Moment. Ich gehe mal kurz nach hinten. Wir haben noch nichts gefunden. Gib uns ein Zeichen. So, hier war es, glaube ich, nicht. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Ich hab ein bisschen Angst irgendwie. Erstmal mehr Cash verdienen. Lass doch das Licht an. Du weißt, dass man immens Sanity abbaut, wenn man Licht. Ja, aber ausmacht, ich will doch gucken, ob es hier Orbs gibt, Madame. Das kannst du auch mit Licht sehen. Nein. Also, dann brauchst du eine Brille. Nicht, wenn die Lichtquelle hier so hell ist, da sehe ich nichts. Guck doch selber, Madame. Sehe ich. Ich würde das sehen. Ja. Ich würde das sehen, wenn da ein Orb bist ist. Ja, Madame. Auch was Besseres, gell. Klar bin ich das. Ich hole jetzt erstmal meine Sanities. So, damit niemand den Konsum wahrnimmt, verstecke ich das Fläschchen. Verdammt, ich kann das Fläschchen nicht verstecken. Da sieht man überhaupt nichts. Tausendmal geknut. Wir wissen immer noch nicht, wo ich er ist, oder? Ich mache überall Bewegungsmelder rein. Also, werte Zeuge eines Geisterereignisses haben wir scheinbar alle miterlebt. Ja, Bewegungssensor ist eine gute Idee. Da waren wir in der Garage. Ich mache auch mal mit. Nee, wir waren im Keller. Genau, also entweder ist er oben und von der anderen Seite kam ja ich. Also er kann ja eigentlich, oder? Ja. Er kann ja nur oben sein. Lagen wir an den Geister. Er ist im Keller. Oh nein, ernsthaft? So. Ja. Er ist im Keller. Ja. Okay. Wo ist hier? Ich hol mal kurz ein Stativ. Oh no, Keller, wie unangenehm. Da war ich aber vorhin, da war er nicht einmal, der Sack. Unverschämtheit. Bup. Ich bring mal die Kamera runter. Der macht merkwürdige Zuckungen. Ich hab einen Geist gefunden. Ja, mein Geist hat Zipfel machen. Okay, dann stelle ich das mal hier runter. Wo ist der Geist? Links, rechts? Bist du hier? Ah, hier, also irgendwo, okay. Plopp. Kannst du mich hören? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Mir ist das zu gruselig. Ich hole mal ein paar Kruzifix. Ich hole mal ein paar Kruzifixe, weil ich sehe gleich, dass wir alle tot sind. So, Kruzifix Number One. Herbs, sehen wir Herbs. Oh. Das war nur ein Event. Ja, doch, da sind noch Orbs, oder? Was leuchtet da hinten so komisch?
Ah, ist der Bewegungsmelder, oder? Und hast du was unten gesehen, Knu? Nee. Nice. Wir haben Bock? Was hat er gesagt? Wir haben Bock? Wir haben Box. Was haben wir? Wir haben Bock. Okay. Wir haben wirklich Bock. Soll ich mal noch eine Kamera nehmen und die auf die andere Seite von den Schränken packen? Habe ich schon eigentlich im Endeffekt. Ah, nice. Ja. Aber es bringt nichts ohne Dots. Ich komme mal mit und ich habe einen Kruzifix dabei, dann droppen wir das nochmal. Der Kruzifix. Der Max sollte mal rauskommen, seine Sanity ist nicht mehr so gut. Max, bitte komm, Max. Ja, Chat, Chat, hallo, hallo. Dein Geisteszustand ist nicht gut. Du musst einmal bitte das Gebäude verlassen. Der ist allgemein nie gut. Gib uns ein Zeichen. O2. Ich geh mal. Gib uns ein Zeichen. Du musst doch mit dem gar nicht mehr reden. Du hast doch schon gesprochen. Nein, aber ich will, dass er was macht. Ja, das geht aber nur bei Reden. Du, das geht nur bei Reden. Aber er macht doch auch Dinge, wenn ich sage, er soll die Tür öffnen. Nein, das ist Placebo-Effekt. Alter, wer säuft denn hier die ganze Zeit hier dieses Weihwasser? Na, guck mal, wessen Sanity jetzt gleich hochgeht. Ja, meine. Teddy, hey. Hast du denn schon getrunken? Jo, leider. Aber alles. Also, du bist hier im Bus? Wir sollten, alle, alles mal, getrunken? Wir sollten alle mal Kopfkameras Nein. anziehen. So. Ja, stimmt. Moment mal, ist da eine Bubble? Nee. Was haben wir denn? Was haben wir denn schon? Wir haben Box und was noch? Haben wir noch irgendwas? Nix. Nüscht. Nix. Nüschte. Kies, du bist so eine Sau. Klingt wie so ein Bussi, ne? Ich hab dir ins Ohr eben so. Turn out the lights. Da läuft nix. Oder? Oh, warte. Doch, Dots. Wir haben Dots. Da fliegt doch was, oder? Ja, Dots waren. Ist sicher? Ja. Bist du dir sicher? Aber ich habe nur Sachen fliegen sehen. Ja, ja. Nee, der ist doch durchgelaufen. Ja. Ah, nee, stimmt. Das war geflogen. Vorne ist er durchgesteppt. Da fliegt Zeug rum, aber Leute, ich hab Handabdruck. Voila. Okay, lassen wir mal nochmal die Dots weg und machen mal Handabdruck. Mhm. So, Phantom. Yes. Phantom, Poltergeist, Mimik. Es kann nur noch Phantom, Poltergeist oder Mimik sein. Buch haben wir da Mimik eben. Wäre Gefriertemperatur, Phantom ist Dots. Kies, kannst du mal gucken, wie kalt es da unten ist? Habibi, 0 Grad. Bruder, Lahn, schwör, danke. Ja, oder Dots nochmal andersrum drehen. Ist 0 Grad nicht Nee, es muss runter sein, leider. Glaube ich. Kannst du mal die Dots noch ein bisschen weiter zu uns bringen? Du, ich glaube fast, ich habe eben gerade Dots gesehen. Ja, das glaube ich nämlich auch vorhin. Das ist so doof aus, wie die da rumwickeln. Wir haben da noch die Spieluhr. Ja, gönn dir, Knu. Gönn dir. Dann gönn ich mit dir jetzt. Wie geht es nochmal mit der Spieluhr? Habe ich nicht hier irgendwo vorhin das Thermometer gedroppt? Ja, hier. Knu, ich glaube, meine Stative kannst du auch bewegen. Hm? Oh, nice, echt? So, wie geht es jetzt? Auch bewegen, ne? Hast du ein Fotoapparat dabei?
Ne, hol mal schnell einen, da braucht er eh noch, bis er kommt. Los, 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 los. Also, kommt ja keiner. Die ist jetzt zu, warum? Ja, weil keiner drin ist. Geh mal rein. Nein. Max! Mach doch, Max, was komm denn? Mal! Max, da ist eine große, dicke, fette Spinne. Hör auf, deine Subs vorzulesen und komm endlich her! Ich will, dass du die aufhebst. Ich hab Angst. Ja, am Arsch hebe ich die auf. Du schaffst es. Nein! Doch, du bekommst Sub-Vorlesen-Strafe. Los! Was, oh, mein EMF ist reingefallen. Na, dann geh doch mal rein und hol ihn dir. Komm schon, sei ein Gentleman. Du, vergiss es. Bitte, ich hab mich gestern schon von dir töten bitte, lassen. Bitte, 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 bitte. Schauen Kies verzweifelt und ängstliche Augen. Er will, dass du es tust. Kies hat schon graue Haare. Ich geh da nicht rein und hol die Scheiße. Bitte. Du kriegst mich nicht wieder. Geh da jetzt rein. Bitte. Nein, ich verliere Gegenstände. Du verlierst gar nichts, Knut. Doch, meine aufgefüllten Gegenstände sind nämlich meine. Ach, die sind doch alle gegen meine ausgetauscht. Nur nein. Dein Standardkram ist guck, drin. Passiert doch gar nichts. Passiert doch gar nichts. So, kannst du die nochmal anmachen? Wenn du drin jetzt bist. Ist sie mir runtergefallen. Die ist sehr glitschig irgendwie. Kann man die nochmal anmachen? Die ist. Ja, machen wir mal an. Nee, geht nicht, ihr Schweine. Ich hasse euch so sehr. Ich fahr jetzt. Ja, du hast das versaut. Mann! Okay, was haben wir noch? Wir haben alles erledigt. Geil. Sehr gut. Was ist es denn jetzt eigentlich? Was das letzte ist? Nein. Ja, wahrscheinlich halt. wir müssen halt eigentlich nochmal runter und Temperatur messen. Nein, Kisha, du hast die größte Sanity. Du gehst runter, du hast 55. Ja, dann machen wir das so. Es muss jemand auf jeden Fall gucken, ob die Ding noch geht. Also ganz ehrlich, ich gehe da nicht rein. Okay, wir machen folgendes, okay? Wir machen Stein, Schere, Papier. Nee, wir gehen alle rein, hauen das Kruzifix rein. Da unten ist ja eh ein Kruzifix. Mhm. Wir machen so, wer am schnellsten eine Farbe nennen kann. Gelb! Also grün. Warte, ist doch noch. Ich hab's doch gar nicht erklärt. Ist egal. Er stirbt, oder? Ich würde es ihm gönnen. Eiskalt und glasklar. Hinter dir. Temperatur. Oh. Scheiße, ich glaube, er stirbt. Nee, das war keine Hand, oder doch? Nee. Hörst du uns? Nee. Das ist ein Hand gewesen. Er huntet. Hä, aber der war. Oder? Ach, der hat den Raum gewechselt. Oder? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das hier der Todesausschlag. Das ist sowas von der 10, irgendwas. Ja, also du hast es ihm ja gegönnt und er ist tot. Das ging aber schnell. Oh mein Gott. Was brauchen wir denn noch? What you wish for. Also, wir brauchten. Ist es entweder Buch oder was ist es noch? Also, entweder Gefriertemperatur. Also, Mimik ist es ja nicht, weil es ist keine Dots. So, warte. Ich gehe da jetzt. Ja? Also, Gefriertemperatur ist es nicht. Das waren Dots oder so. Buch ist es auch nicht. Ja, dann müsste es Dots sein. Phantom. Ja, es sind Dots. Auf Dots? Ich glaube es. Ich komme auf Dots, weil wir ja vorhin auch schon Dots gesehen haben. Aber da waren wir uns nicht sicher. Weil ja, aber ich bin mir jetzt sicher, weil Mimik kann es nicht sein. Und wenn es Gefriertemperatur nicht ist, dann ich würde sagen, wir geben jetzt einfach Phantom ein. Meinst du? Ja. Dein Wort in Gottes Ohren.
Okay. Okay, let's go. Nun steht viel auf dem Spiel. Süß. Abfahrt. Wort, oh, Poltergeist? Was war denn das? War das teuer? Alles weggeschmolzen. Warte mal, Poltergeist. Was wäre denn Poltergeist gewesen? Ultraviolett, Geisterbox und Geisterbuch. What? Buch war's. Scheiße. What? Okay. Dann machen wir so eine das letzte Albtraumrunde, würde ich sagen. Level. Ja, klar. Und zwar in der Willow Street. Kann man das irgendwie abspeichern? Was meinst du? In diesem Manager, dass du das gleiche kaufst. Ja. Nee, ich glaube, so intelligent ist das Spiel noch nicht. Ab Level 29 kriegt man erst das zweite Level von den Sachen. Alter. Ja, man muss ewig spielen. Oh, wollt ihr wirklich Albtraum spielen? Seid ihr geisteskrank? Ja, das wisst ihr einen Hinweis, kriegen wir nicht. Knopf, what? Ja, aber das ist echt doch jetzt? Die Challenge. Bock drauf? Ja. Was für eine super Challenge? Naja, die letzte Runde ist Albtraum. So ist es. Oh Gott, kann ich mein Billigzeug reinmachen? Nein, komm schon, wir passen auf. Wir machen es so, wir passen auf, dass du dich nicht opferst, okay? Wenn, dann gehen Max und ich erstmal rein, wenn wir noch irgendwas wissen müssen. Abfahrt. Ich habe richtig Angst jetzt. Bereit. Ich habe richtig Bock drauf. Yay! Wenn Kies schon mal Angst hat. Yay. Yeah. Los geht's. Oh. Guck mal, hier habt ihr jetzt die besten Taschenlampen. Oh. Ich finde da aber auch nicht so. Nee, ich finde auch nicht wirklich den Unterschied. Boah, okay. Das sind ja krasse Lampen. Da versuchen wir den so schnell es geht zu finden, oder? Kopfkameras alle anziehen, ist wichtig, dass wir gucken können. Dann gucken wir, sobald wir wissen, wo er ist, hauen wir mal die Kruzis hin. So machen wir es. Ja, Mama okay. Knu. Yay. Yeah. Ich gehe gleich Strom suchen. Alter, das sind richtig geile Lampen. Oh, ich hab die. Mega. Oh, okay, egal. Gib uns ein Zeichen. Wie war das? Der kann jetzt auch direkt handeln, oder? Ja. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh, wir haben hier ein Ritual, Kreis. Pentagramm. Gib uns ein Zeichen. Mach schnellstmöglich das Licht an. Gib uns ein Zeichen. Sonst, aber wir haben doch noch zu viel Sanity. Gib uns ein Zeichen. Du bist nämlich bei Albtraum übelst schnell Sanity, wenn du Wo ist denn der Strom? Bist du hier? Ist schon, wir haben schon an. Ach so. Nein, nein. Okay. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Der Geist kann jede Sekunde. Bei mir wird gebohrt. Okay. Warum wird um die Uhrzeit noch gebohrt? Ich hole mal. Es ist halt blöd, wenn wir nicht mal wissen, wo wir was hinpacken müssen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Komm, lass es hier kälter werden. Lass es. Ja, hier wird's kälter. Okay. Also nur minimal. Warte mal, mal gucken, ob es hier weiterhin kälter wird. Nee, aber auch nicht so richtig. Vielleicht hier im Flur. Küche. Ich pack mal hier die Kamera hin. Nee, warte mal noch. Ja, noch. Hier wird's ich hab Angst. Ich glaube, der ist in der Küche. Was geht ab? Küche. Ich sehe halt bei Licht keine Dots, Leute, oder? Sieht man trotzdem auch Orbs und alles bei... Oder wie ist das? Oh, die Tür. Die Tür. Tür hat sich bewegt. Tür hat sich bewegt. Welche? Hier in der. Da bei Max der Küche. Der ist auf jeden Fall hier. Irgendjemand hat Ultraviolettes. Wer hat das Ultraviolette? Hast ich du das? Nicht. Nee. Ah, doch, hier, sorry. Doch.
EMF vielleicht an der Tür? Ich glubsche. Ich glubsche. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Nice. Gib uns ein Zeichen. Angst. So, Fingerabdruck. Sieht viel krasser aus hier. Sehen wir, wenn Licht ist, trotzdem Orbs? Also ja, ich finde schon, dass man das sieht. Soll ich nochmal Dots reinlegen? Ja, ich hol Dots. Okay. Blüb. Warte, ich nehme noch eine Kamera auf ein Stativ. Blüb. Vielleicht nochmal ein Kruzifix hinjagen, oder? Leute, wo war der Stromkasten nochmal? Unten im Keller, um die Ecke. Ich hol mal eine Taschenlampe. Eine ja, wieder Taschenlampe. Ja, unten ist der. So, oh, eine große Taschenlampe. Jai! Geil, endlich Licht. Wupp, wupp. So, ich hol nochmal einen Taschen, einen Kruzi. Nochmal ein Kruzi, gell? Ein Knuzifix. Genau, ein Knuzifix. Hm. Tür bewegt sich wieder. Ich geh rein. Gib uns ein Zeichen. 2. Nur im F2. Ich glaube, wir sind unter 0 Grad. Ja, wir sind unter 0 Grad. Okay, geil. Okay, unter 0 Grad. Bedeutet, den letzten Beweis müssen wir erraten, weil der Geist gibt im Albtraum immer nur 2 Hinweise. Das ist super. Mhm. Das heißt, sag mir, welche Geister wir haben. Wir haben noch Djinn, das wäre EMF. Oh, wir haben... Wir haben viele leider noch. Wir haben ja sehr viele. 4 haben wir noch. Seid ihr draußen? Yes. Wir haben einmal was? Ein Djinn? Was haben wir noch für Geister? 100% Gefriertemperatur. Max? Ja. Er sagt was? Ja. Er sagt ja. Hm. Aber gibt dann haben wir jetzt schon beide Hinweise. Ja, ja. Also. Es ist schon mal kein Dämon, also kannst du schon mal Buch Warum streichen. Warum glaubst du das nicht? Dämon greift bei 60% Sanity an und wir haben, also ihr habt noch kein Zeug nice gesoffen, ihr seid bestimmt auf 60. Nice. So, Djinn ist Djinn wäre ja, aber Djinn wäre der Strom, wo ich jetzt so ein bisschen denke. Wenn wir eine Fake-Bubble finden würden, wüssten wir, es ist ein Mimik, weil die Bubble zählt nicht als Hinweis. Eine Fake was? Eine Fake-Geister-Orb. Hm. Aber ich sehe keinen. Ich habe schon den Raum so gescannt und... Ist die immer da? Oder nur manchmal? Bei einem Mimik ja. Nein, nein. Mimik hat immer einen Fake-Orb. Immer. Also es geht nicht, dass die... Immer. Okay. Das heißt, da wir keine haben, kann man den ja eigentlich auch wegstreichen. Hm. Oh, außer den Raum jetzt gewechselt, das glaube ich nicht. Djinn hätte Strom nicht ausgemacht. Aha. Ja, beim Djinn bin ich auch mit dem Strom. Ich bin auch so der Meinung, es ist ein Handtuch. Also warte mal, was können wir denn ausschließen? Mimik. Was können Dämon, wir schon, also... Geisterbuch und Mimik wahrscheinlich auch. Ich habe keinen Orb gesehen. Okay, also Mimik raus, Djinn raus. Dämon sagst du auch raus?
Dämon 100% raus, der hätte schon längst gehandelt. Okay. Also es wäre sehr ungewöhnlich, wenn der Dämon noch nicht losgelegt hätte auf Albtraum. Okay. Ich meine, ich kann es nicht garantieren, ja. Ich kann keine Garantie dafür aussprechen, aber es ist so meine Erfahrung mit dem Spiel. Er ist immer noch in dem Raum. Wir haben nur da Bewegungssensoren, also er ist da immer noch irgendwo drin. Aber was hier ist kein Orb, auch nicht irgendwie... Der was? Der Onryo-Test, schreibt der Chat. Ein Onryo kann es gar nicht mehr sein. Doch. Nein. Nee. Doch, bei mir ist Onryo noch am Start. Aber wir haben doch... Weil du den Orb... Hä, nein, du hast so Ultraviolett und Gefriertemperatur. Wie kann da noch ein Onryo am Start sein? Ach, Ultraviolett haben wir auch. Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Skandal. Ja, dann haben wir nur noch ein Handtuch. Ja, ein Handtuch. Ja, aber das ist halt wirklich ein träger Dämon oder ein merkwürdiger Djinn. Na, aber wenn Djinn keinen Strom ausmacht und er hat Strom ausgemacht... Djinn macht den Strom aus, es ist nur selten. Oh, okay. So. Fuck. Was sagt denn Djinn? Also das heißt, eigentlich sind alle wieder dabei. Sonst fragen wir mal die Chats. Also ich sag, der Dämon und Mimik ist raus, Tendenz ist es auf jeden Fall Hantu. Der also ist am deutlichsten. Die sagen, Hantu ist im Kalten halt sehr schnell, aber das konnten wir noch nicht sehen, weil wir den halt jetzt noch nicht... Hat er viel interagiert? Check haben. Mal seinen Speed. Wie meinst du seinen Speed? Wie soll man seinen Speed checken? Soll ich mich opfern? Dann seht ihr seinen Speed. Nee. Ja, das ist... Fußabdrücke und so bringen uns auch nichts und ausräuchern, dass man da irgendwie merkt, dass er später huntet oder irgendwas in die Richtung. Fußabdrücke zählen als Ultraviolett. Also... Okay. Das Einzige, wo es bringen würde, wäre bei einem Gespenst, weil die nicht durch Salz gehen. Ja, okay. Okay, Speed kann man messen, indem man einfach auf die Schritte achtet. Okay, ja gut, aber... Stoppuhr, genau. Hantu ist immer bei Minus sehr schnell. Okay. Hantu kann es ja eigentlich auch nicht sein. Es ist... Warte mal, ich trigger jetzt ein Hantu vielleicht. Moment, ich gehe rein mit zweimal Salz und eine Taschenlampe. Der und Djinn braucht Licht. Der Djinn braucht Licht, okay. Hantu? Zur Not Geist nochmal jagen lassen. In der Nähe des Geistes uns verstecken und ganz am Stimmt. Anfang der Jagd. Aber Hantu sind ja Orbs, sind wir keine Orbs. Aber Hantu wäre ja Orbs, wir haben ja keine Orbs. Aber ich dachte, er gibt uns das eine Ding nicht. Ja, ach so, stimmt, hast recht. Man kann halt... Also du könntest halt jetzt drin bleiben, so lange bis der Geist kommt. Und dann halt hören, wie schnell er läuft. Wenn er schnell läuft, ist es ein Handtuch. Wir haben keine Minustemperaturen mehr, by the way, ne? Wenn er hier noch ist, wo hast du Minustemperaturen gelesen? Genau da, wo du stehst, hatte ich sie. Hier ist weit über Null. Also ich hätte vorhin unter Null. Dann hat er den Raum. Ich glaube, der hat den Raum gewechselt. Ja, dann ist er woanders jetzt. Das war definitiv unter Null, ja, sagt der Chat auch. Also sehe ich auch so. Ja. Das war unter Null. Ich glaube, der hat sogar den Raum extra gewechselt. Das Licht angemacht. Hier liegen aber auch Objekte. Komm mal raus, Kies, ich geh rein, sonst stirbst du und dann sind deine Objekte weg. Ja, aber... Nee, lass Hantu nehmen. Ich glaube, das ist ein Hantu. Man hätte den jetzt noch triggern können mit Salz, weißt du, da hört man ja auch die Schritte. Ja. Was wenn der jetzt denn, den Raum gewechselt hat. Was ist denn unten mit dem... Ja, wenn dem, wir wissen nicht, wo er ist. Mit dem Beschwörerkreis, der tötet einen direkt, oder? Da können wir noch ein Foto machen. Nicht zwangsläufig, da kann man ein Foto machen. Das machen wir noch als Abschiedsaufgabe. Aber Kies, ich verstehe noch nicht, wie du rein willst. Machen wir das noch. Das okay, ist für mich dann Fotos. Macht erst ein Foto vom Kreis, dann nochmal vom beschworenen Geist. Okay, wer hat das Foto? Nimm die Kamera mit. Nimmst du ein Fotoapparat, Max? Nimm eine Kamera mit. Jo, nehme ich. Okay. Let's go. Nimm so eine Kamera mit Stativ mit, da kann ich sehen. Aber du kannst so durch meine Kopfkamera gucken. Achso, ihr habt Kopfkamera, stimmt, ja. Erreiche durchschnittliche Sanity von unter 25%. Das nehmen wir eh auf den Weg mit. Ja. Das habt ihr dann eh. Okay. Okay. Ups. Hier ist übrigens ein wichtiger Tipp. Hantu hat Pflichtbeweis Gefriertemperatur. Mimik muss eine Orb haben. Hantu ändert Geschwindigkeit je nach Temperatur. Muss nicht gefrier sein. Dämon kann nach dem Räuchern eine Minute nicht jagen. Dankeschön. Also ich mache erstmal ein Foto. So. Okay.
Okay. Okay, 3, 2, 1. Foto. Digga. Handelt er schon? Oh, Max, lebst du noch? Ja. Okay. Oh. Ja, wir haben überlebt. Ja, ich werde jetzt noch 2 Stunden. Oh Gott, ey, wie du das sagst. Geil. Oh, ich dachte schon, das bist du. Also, der ist langsam gelaufen. Ja, der war entspannt. Ja, aber da ist ja auch warm im Moment. Ja, stimmt, scheiße. Hm. Jetzt warten ja, aber wenn er exorbitant langsam war, dann war es ein Handtuch. Weil ein Handtuch ist in warmen. Der war schon sehr gediegen. Sondern deutlich langsamer. Ja, lass uns Handtuch probieren. Probieren wir es mit dem Handtuch. Wir sollen uns die Sanity machen, die Sanity-Aufgabe? Okay, nein. Ja, warte, wir sind schon weg. Mach wieder auf! Ich hab gedacht, ihr seid durch. Nein, nein, passt. Und. Ja! Jawohl. Success, wir identify your first hand. Yes. Und Taschenlampe bekommen eine bessere. Ace. Oh shit. Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Lobby verlassen. Das war jetzt aus Versehen. Naja, das war aus Versehen, aber Leute, wenn ihr weitere coole Challenges habt zum Thema Phasmo, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ich mache gerade schon die Abmod, weil ich bin aus Versehen raus. Deswegen danke Kisi, danke Max und wenn ihr weitere Folgen wollt, dann schreibt uns doch gerne Challenges in die Kommentare. Kies hat bestimmt Bock. Ja, natürlich, für Knur mache ich doch alles. Tschüss.